auch wieder hochhüpfen? Nö, irgendwie nicht. Die Kante sind aber noch nicht so schön aufgefüllt hier. Hey, der kippt doch bestimmt wie bekloppt, Chris, oder? Hm? Aber dein Trecker kippt doch bestimmt wie bekloppt, oder? Ei? Ei? Ja. Aber ich muss sagen, das gibt ja so fürs erste Mal ein absolutes Amateurvideo, was ich persönlich absolut gut finde. Ich mag nämlich nichts allzu Professionelles, das muss es auch nicht. Wie sie rumrennen wie die Ameise. Ah ja, und die Chefin ist wieder die Bauleitung, hm? Nee, nee. Ihr schneidet erstmal den Kopf ab. Kettensägenmassaker oder was? Das kann ja. Warte mal, geht es noch? Ah ja, guck hier. Rinnen. Der Helm, wie der Helm aussieht. Ingo, ich fahr auch nochmal drüber, ne? Ja. Aber ein bisschen Schleichwerbung muss ich ja auch noch betreiben. Ihr müsst euch unbedingt Widget zulegen. Wer, wir? Ja. Warum? Weil es einfach gut ist. Aha. Ja, weil es einfach ein super geniales Spiel ist, muss ich so sagen. Annika, nicht übertreibe. Wie? So ein kleines Kinderspiel. Na, ich denke mal noch. Ist es überhaupt nicht, Ben? Das macht so einen Spaß. Ja, wir haben kein Mais mehr. Ach so, okay. Ach, wo wollen wir das dann so zumachen, wie es ist? Ja. So. Hui. Düster davor und schnappt sich den Dreck. Die nächste Folge Widget, die wird zum Beispiel, die ich aufnehmen werde, mit dem Christian. Ja. Mit dem Christian. Genau. Im Voraus macht euch da was gefasst. Kann man so sagen, ja. Wenn er das Video sieht, denkt er sich auch nur, ey. Der Ingo fährt mich um. Ah nee, das geht ja gar nicht mehr, gell? Kann man ja nicht mehr. Oh, was ist denn jetzt? Ups. Stechen doch mal die Reve ab. Ja, wenn es geht, jetzt. Aber das geht ja nicht. Kölle, du Schlauch. Ich will da hoch. Das geht nicht. Das geht das nicht. Kann man den nehmen? Wieso geht denn das nicht? Wieso kann man den Besen nicht nehmen?
Weil das da festes Ding ist, festes. Toll. Objekt. Na toll. Annika, guck mal, wie geil hier die Animation ist, wenn die Scheiße reinläuft von der Kühe. Habt ihr schon Kühe? Nee, nur das läuft hier trotzdem halt irgendwie so unendlich, sag ich mal. Aha. Komm hier mal in die Aure-Grube. Hülle-Grube. Ja, wie kommt man da? Ach so, okay. Es ist doch schön animiert, oder? Das ist nicht schlecht, ja. Das ist gut. Ja, so in der... Wie kommt man hier wieder hoch? Wie kann man da hochklettern? Gar nicht. Da muss man gegenseitig sich... Ja, guck. So, warte. Hör du mal unten. Stell dich mal ganz an den Rand. Danke. Alles klar. Und ich bin jetzt wieder hier drinnen. Da, wo ich... Ah, ja, klar. So, wie der Löwenkönig. Du bist so ein Ergi. Na, weißt schon. Aber das wissen wir ja. Dass du so klar Ergi bist. Ja. Ja. Ich müsste ja mal ein Video machen auf meine Goldcrest Valley. Wir müssen noch ein bisschen verdichten, Ingo. Ich glaube, es hofft bis 90% muss man, glaube ich, genau. Weiß ich nicht. So war es beim 15er zumindest. Ab 90% konntest du wieder zumachen. Bei 90 sind wir ja noch nicht mal. Wir sind gerade bei 86, 4% noch. Ja. Was ich absolut schön finde, das ist die Textur hier vom Boden mit den Blümchen. 87. Total schön gemacht. Müsst ihr echt schon mal gucken, ob man die Julia wieder mal 88. animieren zum LS-Spiele. Ingo? Aber ich glaube, die Julia, die ist wieder beschäftigt, Schilder überall aufzustellen und Gardine aufzuhängen und so. Wart ihr da dabei? Ich nicht. Das war immer eine Gaudi. Wie geht denn die Türen aufmachen? Kann man das im Vorbeifahren machen? Das kriege ich nämlich angezeigt. Wir sind jetzt zwei Vollschwacken rauf, runter, rauf, runter. Geht's noch nicht zu? Nein. Wir sind jetzt bei 91. Wow. Hey Ben, was gibt's denn da Schönes? Was? Ben steht hier neben und guckt in den Himmel. Nee. Hm. Stimmt ja gar nicht. Hast du aber. Hab ich ja. Hier, Ben, guck mal.
Arbeiten ist wunderschön, gell? Man könnte stundenlang zusehen. Hier, wie im Duett fahren die. Guck doch mal. Jetzt wollte irgendwo abheben. Nein. Ei, Ingo. Ey, was machst du dann? Wie Zeit. Ben schreibt Zeit. Also nicht zudecke, das gibt's doch wohl nicht. Ben! Doch, bei Roller. Ah. An mir liegt's nicht. An mir kommst du vorbei. Der Ben hat. Christopher, bist du da hinten soweit fertig dann? Nein. Oh, Kerle des Schlag. Kerle des Schlag. Ei, was ist dann hier los? Ja. Und wie schaut's? 98. Ingo, der macht das schon. Das passt mir so. Ja. Nein. Hoppala. Ja, Entschuldigung. Noch nicht zudecke, Christopher, oder? Nein. Geht das schon? Noch nicht, ne? Muss noch eine Schaufel oder so mal wegnehmen. Den Rest, der dann dahinter lose liegt, den schippen wir mal immer so weg. Na ja. Der Kampf mit dem Silo, das passt ja als Filmtitel. So, da kannst du einfach nicht zudecken. Doch, doch. Geht's zudecken schon? Nein, nein, nicht. Erst wenn der Christopher da seine Schaufel noch gemacht hat. Also man kann schon zudecken, ja, ja. Ja, dann hopp. Jetzt nicht mehr. Jetzt eben nicht mehr, weil der Christopher nochmal seinen Schmarrn dazu gegeben hat. Ei. Bist du fertig da hinten, Chris? Ich bin fertig. Gut, Ingo, dann noch einmal gib eben, dann decke ich es zu. Gut, ich decke Silo zu. Alles klar. Ja, wie gemalt, hä? Einwandfrei. Na gut. Dann würde ich an der Stelle sagen, verabschieden wir uns erstmal von dieser chaotischen Runde. Yo. Ja, mal schauen, wie es mich reißt, ob ich demnächst wieder mal ein bisschen mit aufnehme oder auch nicht. Das mache ich so, wie es mir in den Kopf kommt, nach Lust und Laune. Schaut auch gerne mal bei mir im Livestream vorbei von dieser Map. Gerade im Westmünsterland. Auf Twitch. Ja, Christopher ist immer am Streamen. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen.
Welchen Baum der Christopher, da kannst du mir gerne die Daten für geben. Die kann ich ja mit und das Video gerne verlinken. Mhm. Kriegen wir alles hin? Ja. Ich hoffe, es hat euch irgendwie auf irgendeine Art und Weise gefallen, uns hier bei diesem chaotischen Versuch zuzuschauen. Könnt jetzt den hier absehen. Es geht nicht. Ach. Ich muss da mal hinlaufen. Da wird's, glaube ich, noch ein bisschen spannend. Was machen die da? Warte, warte, ich will auch gucken. Ich muss eben meinen Trecker wechseln. So ganz zum Schluss. Was ist da los? Alles was habt ihr gemacht? Hat der Zaun. Was machen die? Jetzt, wir haben den Zaun beschnitten. Alles klar. Also. Ja, warte, ich muss gucken. Ich muss das auch mal machen. Ihr schält den Zaun die Rinde ab. Harald, Thierry auch. Wenn ihr Ideen für uns habt, was ihr gerne mal sehen wollt oder so, dann schreibt einfach irgendwas in die Kommentare und wir versuchen das irgendwie umzusetzen. Oder weiterhin für Anregungen, Kritik oder sonstige Dinge bin ich offen. Ja. Was machen denn jetzt hier? Also. Ingo, ich bring dich um. Ja, und jetzt? Zaun kaputt. Das ist ja wieder typisch. Ja, das ist ja selber. Erst sägt er noch an dem Zaun rum und dann verlässt er den Server. Nein, ich bin gekickt worden, glaube ich. Ach so. Ich. Oh. Danke. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier mal. Oh, guck mal, Ben, guck mal. Oh. Ja, komm, guck mal. Tschüss, Annika. Ich setze es auch wieder drauf. Guck mal. Oh. Ich wollte es wieder draufsetzen. Ups. Das ist aber jetzt nicht so schön. Ich glaub's nicht. Ben, das sieht ziemlich lustig aus. Im Gleichschritt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh, ist schon fertig. Ingo betritt den Server. Okay. Oh, jetzt kommt noch der Christopher wieder zurück. Ich möchte nichts machen. Wirklich. Hier ist was los. Kinders, ich wollte eigentlich jetzt stoppen. Ben, guck mal. Willst du ein bisschen Holz? Wolle du Holz kaufen? Hier schon mein Holz. Holz. Entschuldigung für den kaputten Zaun. Ey, wo ist mein Holz hin? Sei die Gaga, das war mein Holz. Wo ist mein Holz? Hallo? Ingo, wenn jetzt nochmal kleine Synchro kommen, wär's gebannt. Das machst du eh nicht. Würde ich auch nicht. Siehste? Was ist das denn hier für eine komische Stange hier mitten in der Wiese? Ja, das ist der Pfeiler, um den Zaun zu befestigen. So, Kinders, ich gehe aber jetzt runter. Jo. Jo. Ja, ich mache jetzt Abschluss. Spiel abbrechen.